Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey mit mir, dem Jan. Jetzt werde ich hier rüberlaufen zu diesem großen Gebäude. Aber erstmal falle ich hier in eine Arena. Und mach dann halt mit dem letzten, rede ich halt mit Garderius. Wieso haben die alle so schwere Namen? So schwere Namen für mich, sage ich mal lieber. So, wo befindet er sich denn? Steht er da? Nein, das sind zwei Wachen. Da ist er. Die Arena erscheint mir ein seltsamer Ort für einen Archon. Die Castes! Oh, den Stern sei Dank. Ich verlor schon alle Hoffnung. Atlas sagte, du brauchst Hilfe. Du verstehst nicht, welche Verantwortung ich trage. Meine Aufgabe ist es, mir Unterhaltung für die Masse auszudenken. Aber meine großen Spektakel scheinen die Menge zu langweilen. Ich kenne einige gute Stücke. Und einige schlechte. Wir brauchen mehr als ein einfaches Stück. Wird die Menge nicht unterhalten, könnte sie anfangen, auf dumme Gedanken zu kommen. Du glaubst, sie werden gewalttätig? Meine Aufgabe ist es, sie zu beschäftigen, damit sie es nicht werden. Die Menschen von ihren Problemen abzulenken, funktioniert auf Dauer nicht. Das meine ich nicht. Aber ich habe gesehen, wozu diese Menschen fähig sein können. Ich lenke sie nicht ab. Ich mache sie nur glücklich. Dann gib den Menschen, wonach sie verlangen. Ja, ich höre schon den Applaus. Die legendäre Dicastes Cassandra stellt sich Atlantis besten Kriegern. Du musst am nächsten Ereignis teilnehmen. Klingt nach einem Pankration. Dabei kann ich wohl behilflich sein. Nicht ganz. Aber deine Taten in Elis haben mich inspiriert. Ich weiß, du wirst die Menge großartig unterhalten, wie damals. Wenn uns das gelingt, wird die ganze Stadt über uns sprechen. Versuch ist es wert. Willkommen zu einem weiteren wundersamen Ereignis in unserer geliebten Stadt. Heute Nacht haben wir eine besondere Stadt, die Dicastes von Atlantis. Das ist nun wirklich kein Pankration. So, wo kommen denn die Nächsten da hinten? Die nächste Herausforderung für unsere Heldin wartet. Der ungeschlagene Sieger unserer Stadt. Ohne Mitleid, ohne Gnade. Wird er zum Verhängnis unserer Dicastes? Er kann ja gar nichts. Na, super daneben gesprungen.
Wie, der heilt sich. Sieg. Easy. Der alte Sieger ist geschlagen. Unsere mächtige Dikastes ist die neue Siegerin und die Menge hat gesprochen. Aber wird sie Gnade zeigen oder Blut vergießen? Wenn du die Menge nicht zufriedenstellst, wird Gardiros wütend sein. Es war mir eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Der Tod ist ein zu hoher Preis für eine Niederlage. Die gnadenvolle Dikastes hat ihr Urteil gefällt. Doch verzagt nicht! Unser einstiger Sieger lebt weiter. Zu eurer Unterhaltung! Es ist vollbracht! Wir sind am Ende der heutigen Darbietung angelangt. Nun stellt sich der Abschaum unserer Stadt dem Urteil der Dikastes. Bei den Göttern. Was soll das? Wir werden zeugen, wie die Schuldigen und Verdammten zum Wohle der Stadt die Chance auf Wiedergutmachung erhalten. Sie haben die Ehre, durch die Hand unseres Gastes zu sterben. Wieso? Genug! Das werde ich nicht tun. Keine Sorge, Freunde. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Das war ein absolutes Desaster. Du sagtest kämpf, und das habe ich. Ich wollte nicht, dass du kämpfst, sondern so unterhaltsam wie möglich bist. Wenn diese Art der Unterhaltung den Frieden wahrt, hat sie wohl ihre Berechtigung. Die Spiele waren ein Desaster. Die Menschen sind unruhig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sie selbst für ihre Unterhaltung sorgen. Ihr Hunger nach Gewalt ist unersättlich. Du musst sie nur weiter überraschen. Denk wie ein Mensch, nicht wie ein Isu. Aber genau das habe ich versucht. Nur hast du die Verbrecher verschont und die Menge reagierte wie erwartet. Menschen zu töten, die sich nicht wehren können, ist keine Unterhaltung, sondern ein Gemetzel. Durch ihr Opfer wäre der Friede gewahrt und die Ordnung aufrechterhalten worden, wenn du mitgemacht hättest. Was willst du damit sagen, Gardiros? Mein großes Experiment ist fehlgeschlagen. Ich kann nur von vorn beginnen und auf ein besseres Ergebnis hoffen. Die Arena muss vorbereitet werden. Das ist Wahnsinn! Was läuft hier gerade ab? So. Quest. Zurück zu Atlas. Atlas befindet sich da hinten. Dann mache ich hier eine Schnellreise hin. Sofern das funktioniert. So. Erstmal hier wieder runter. Dämmerung.
Und dann muss ich bestimmt da wieder runterrutschen. Und er sitzt wieder auf seinem Thron. Was? Wo ist er? Ich komme von der falschen Seite, ne? Boah, ey. Und warum sind jetzt da die drei Leute, wo ich eben war? Also wo ich eben und in der letzten Folge war? Oder sind die erst nicht? Zurück. Ich bin froh, dass du diesem bedeutsamen Ereignis beiwohnen kannst. Warum liegen die Aschanten in Ketten? Ich habe meine lieben Brüder für eine letzte Lektion in Sachen Führungsstil eingeladen. Sieht für mich nach einer Hinrichtung aus. Jede Erfahrung im Leben sollte eine Lektion sein. Selbst der Tod. Du warst in der Unterwelt. Du verstehst, was diese Narren nicht begreifen. Probleme der Arschnote wurde. Du wolltest, dass ich den Archonten helfe. Das habe ich. Die Probleme sind gelöst. Es gab diese Probleme nur, weil sie den durch ihre Rolle auferlegten Pflichten nicht nachgekommen sind. Du willst deine Brüder ermorden? Wozu? Für die Ordnung, den Frieden. Für Atlantis. Wohl eher für Atlas. Ich bin der rechtmäßige Erbe von Atlantis. Ich sollte Dekasteis sein. Ich kann mich Poseidon nicht widersetzen, aber diese Narren verdienen keine Macht. Ich wäre der weit bessere Archon. Wenn Poseidon erfährt, was du getan hast, wird er dich zur Rechenschaft ziehen. Dies ist unser Weg, der Weg des Fortschritts. Du bist keine von uns. Ich habe dein Mitgefühl für jene in dieser Stadt gesehen. Vielleicht sind unsere Wege nicht so vollkommen, wie Poseidon glaubt. Eltern tun, was sie für das Beste halten. Das heißt aber nicht, dass sie immer recht haben. Wir müssen aufeinander Acht geben, egal was man uns einredet. Sehr weise, Dekasteis. Ich respektiere deine Entscheidung. Vorerst. Und was jetzt? Wenn du in dieser Stadt eines Tages herrschen willst, Cassandra, wirst du eine wichtige Lektion lernen müssen. So dankst du mir meine Hilfe? Mit einer Lektion? Es ist nur ein guter Rat. Nichts in Atlantis ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Stadt ist alt. Jene, die es hier zu Hause nennen, noch älter. Du hast mir geholfen, Dekasteis. Dafür danke ich dir aufrichtig. Das ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil, ich bin hier fertig. So. Was habe ich denn hier noch? Quest. Finde und beschaffe, okay. Jetzt mache ich wieder hier. Ich gehe jetzt hier, holt mir den Aussichtspunkt und dann gehe ich hier hin. Und mache die Quest. Ja. Diese Instrumente sind unglaublich. Es ist fast so, als könnte ich sie sprechen hören. Welche Instrumente? So.
Ach nee. Wie? Wo? Ich find's scheiße. Also ein bisschen doof, dass man nicht die ganzen Fragmente sehen kann, wo man die findet. Dass man jetzt rein theoretisch hier überall gucken muss, wo eins sich befindet, damit man halt diese Lernstufe da erreicht. Ich glaube irgendwie, dass hier im Turm etwas sein könnte, was ich hier erforschen kann, um mehr Wissen zu erlangen. Zum Beispiel da. Kann ich da irgendwas machen? Nee, das sind nur Wasserpflanzen oder Quallen. So. ISUS-Datenbank. Wo geht der denn jetzt hin? So, okay. Habe ich eine Truhe? Fackel des Hypanos. Da sitzen zwei. Kann ich irgendwie was von oben machen? Ich muss noch ein bisschen weiter höher. So, hier. Und jetzt? Bin ich hier oben. Super. Ich dachte, ich könnte irgendwie von hier oben die Fackel zerstören. Es geht. Nicht, oder doch? Nein. Doch. So. Nein, nicht das Leuchtfeuer. Wie denn? Von der Theorie her müssten ja jetzt hier mehr Leute kommen, ne? Da ist ein Schiff. Kann ich mit dem Schiff fahren? So. Den habe ich jetzt auch schon mal.
Dann brauche ich noch mal ein paar Pfeile hier. Sind das jetzt nur drei Leute hier? Ruhe habe ich schon. Können die auch hier hoch von der Seite? Kann doch nicht sein, ey. Und daneben. Okay. Ich hab bald Wissensstufe 1 erreicht. Befindet sich denn diese Isotruhe? Da hinten. Okay, die erste Stufe habe ich immer noch nicht erreicht. Aber den Ort habe ich jetzt abgeschlossen und würde jetzt damit sagen, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.